Guten Abend, guten Nacht. Ja, die Uhr zeigt ja immer unwiderruflich an. Aber ja, ich verspreche, dass ich mal ein bisschen eher ins Bett gehe. War ein Witz. Heute am Ende des Mittwoch. Mittwoch, der 15. November 2023 für euch alle. Nach dem gestrigen Paul Celan gibt es wieder einen Mann, einen sehr berühmten, Rainer Maria Rilke. Und auch der hat was geschrieben für diese Zeit, die jetzt gerade so angebrochen ist. Also überhaupt auch für den Herbst und für die dunkle Jahreszeit. Schwermütiges. Und zwischen die Zeit zwischen Tag und Traum. Ich bin zu Hause zwischen Tag und Traum. Dort, wo die Kinder schläfern, heiß vom Hetzen. Dort, wo die Alten sich zu Abend setzen und Herde glühen und hellen ihren Raum. Ich bin zu Hause zwischen Tag und Traum. Dort, wo die Abendglocken klar verklangen und Mädchen vom Verhallenden befangen sich müde stützen auf den Brunnensaum. Und eine Linde ist mein Lieblingsbaum. Und alle Sommer, welche in ihr schweigen, rühren sich wieder in den tausend Zweigen und wachen wieder zwischen Tag und Traum. Ja, wunderschön. Ich bin zu Hause zwischen Tag und Traum. Ich wünsche euch, dass ihr gut schlaft, dass ihr nur ein bisschen wacht zwischen Tag und Traum und dass ihr morgen gut aufstehen könnt. Und dann sehen und hören wir uns wieder, wenn ihr wollt. Rainer Maria Rilke.